Leute, wie jedes Jahr werde ich gefragt, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Und damit ich das nicht allen einzeln verklickern muss, mache ich einfach dieses Video und dann kann ich darauf verweisen und ihr habt vielleicht auch was davon. Vielleicht macht es euch Spaß, vielleicht interessiert es euch oder ihr sucht selbst noch nach Inspiration für Geschenke für Menschen, die mir ähnlich sind, falls es solche Wesen auf dieser Erde gibt. Naja. Also quatschen wir nicht lange drum rum, denn ich habe sehr, sehr viel bekommen. Also für dich. Ich habe jetzt kein iPhone bekommen, so, ne? Das ist anscheinend ja auch schon Mode zu Ostern oder so. Bei mir nicht. Also ich hatte Geburtstag, wie man im Titel auch sehen kann. Genauso wie ein Geschenk, aber naja. Wir fangen einfach mal mit den Geschenken von meinen Eltern an. Weil da nämlich ein paar Komplikationen aufgetreten sind, weil mein Bruder nicht über meinen Wunschzettel bestellt hat, sodass die Dinge nicht aus meiner Wunschliste verschwunden sind und andere sie dann auch nochmal gekauft haben. Ich habe also drei Geschenke doppelt erhalten. Unter anderem dieses Mikrofon. Das andere ist momentan bei Steffen angebaut. An seinen Rechner. Erst noch am Überlegen, ob er es behält oder ob wir eins zurückschicken. Das sieht ganz cool aus, aber uns fehlt dazu auch noch ein Adapter. Das ist hier ohne die Kappe erstmal nur golden. Das ist halt so ein Anfänger-Mikrofon, damit der Ton hier vielleicht mal ein bisschen geiler wird. Ja, nur zweimal brauche ich es nicht. Und ich bin ja halt auch noch unschlüssig, ob ich es überhaupt behalten möchte. Das ist auf jeden Fall noch die eingepackte Variante. Und wir werden ja sehen, was wir damit machen. Ihr werdet bestimmt auf dem Laufenden gehalten, was das angeht. Ein weiteres Geschenk, das ich doppelt bekommen habe, bei dem das aber nicht so schlimm ist, weil es ein Verbrauchsprodukt ist, ist Stadtland Tod. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch kennt. Das ist im Grunde Stadtland Fluss, nur dass man da Täter, Mordmotiv und also ein Kram einträgt. Das ist ganz witzig. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gespielt in verschiedenen Runden. Steffen ist sehr kreativ, was seine Fluchtfahrzeuge angeht. Also, falls ihr in Erfahrung gebracht habt, dass Tempel sich bewegen können, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, das habe ich unter anderem auch nochmal von Maria bekommen. Ja. Ist jetzt halt nicht schlimm, weil wie gesagt, es braucht sich auf. Ich hätte es sowieso irgendwann danach kaufen müssen. Ja, aber ärgerlich ist es trotzdem, weil, naja, irgendwer hat sich darüber Gedanken gemacht, dass er mir das schenken möchte. Und dann, naja, hatten wir uns halt schon bekommen. Aber naja, nicht so wild. Das habe ich auf jeden Fall auch zweimal. Das dritte Geschenk, das ich doppelt bekommen habe, ist Vampyr. Das ist die Variante, die ich behalten habe. Das ist jetzt die von meinem Bruder. Das müsste die Schweizer Variante sein. Ich hatte von Steffens Schwester noch die EU-Variante bekommen. Ich hatte diese jetzt schon ausgepackt und installiert, deswegen haben wir das andere weggegeben. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ihr werdet nachher oder gleich sehen, was ich dann dafür geholt habe. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich stehe halt auf Vampire und so wie das gemacht ist und wie man ihn manipulieren kann und Spiele mit Entscheidungen treffen, gehen bei mir halt immer und das ist auch so, nur mit ein bisschen kämpfen. Finde ich ziemlich cool, wer auf sowas steht. Guckt euch einfach mal den Trailer an. Schöne Sache. Dann habe ich das Aurin erhalten. Wer das noch kennt, die unendliche Geschichte, da ist, ja, geht es um dieses kleine Ding unter anderem. Das ist nämlich die Kette, die kindliche Kaiserin meistens trägt. In einem Teil hat sie jemand anders. Aber schaut euch einfach die unendliche Geschichte an. Ich kann alle drei Teile empfehlen. Und das wollte ich unbedingt mal haben und habe zwei Varianten auf meinen Wunschzettel gelegt. Das hier ist die teure Variante. Da gehört eigentlich noch ein Lederband zu. Das habe ich schon entsorgt, weil ich trage keine Lederbänder. Und ja, das ist sehr hübsch. Ich hatte nur gehofft, es wäre größer, weil das Aurin in den Filmen ist halt auch sehr groß. Aber dafür ist das hier natürlich ein bisschen tragbarer. Dann gab es dieses Magic Notebook. Da ist hier so ein Zauberstab drin. Das ist auch kein Stift. Ich hatte irgendwie gehofft, das wäre ein Stift. Aber es ist nur Deko. Es ist wirklich nur so ein Stab. Finde ich ganz süß. Das stinkt bestialisch. Selbst jetzt, wo es schon ein paar Tage ausgepackt ist,
Keine Ahnung, warum das so stinkt. Es riecht wie nach Chemie. Aber naja, es sieht von innen dann so aus. Und dann hat das hier Linien und da unten sind halt noch so ein paar, ja, magische Zeichen. Das finde ich sehr hübsch, kann man auf jeden Fall gut benutzen. Und es hat halt einfach fucking Linien. Und Linien sind gut. Ich mag Linien. Dann habe ich diesen Rock bekommen, den ich mir gewünscht habe. Ich hatte ihn auf meinen Wunschzettel in Größe M gesetzt, weil ich halt davon ausgegangen bin, es sind ja China-Artikel und die sollte man lieber immer eine Nummer größer nehmen. Meine Eltern bzw. mein Bruder haben ihn in S bestellt und er passt. Also ja, ist alles halb so wild. Vermutlich wäre er mir in M vom Arsch gefallen. Da sind unten auch halt so Zeichen und Mond und ja, den fand ich schon bei Wish immer sehr schön und ja, jetzt habe ich ihn halt auf meine Liste gepackt, weil es den auch bei Amazon gab. Und der stinkt auch. Wunderbar. Außerdem habe ich von meinen Eltern diese Kuscheldecke bekommen. Die ist auch ganz groß. Oh, die ist von dieser Seite so. Und von der anderen Seite ist die so, ja, wie so Schaffell, aber halt in Kunst. Die ist super, super weich und ganz, ganz warm. Die ist sehr, 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 sehr schön. Und ich weiß jetzt nicht, wohin damit. Ich hoffe, ihr wackelt jetzt nicht. Zack. Und dann habe ich dieses Kissen bekommen. Das ist so ein Seitenschläferkissen. Ich wollte eigentlich lieber so ein Stillkissen-mäßiges, also dass man wirklich so einmal um sich rumlegen kann. Das ist aber auch nicht schlecht. Da schlafe ich auch sehr, sehr gut drauf. Diesen nicht so schönen Bezug gab es auch dazu. Sie konnten keinen anderen kriegen. Steffen hasst das Kissen, weil es liegt immer im Weg. Aber ich finde es super und ich schlafe da sehr gerne drauf. Ja. Außerdem gab es diese Knöpfe für meine Controller. Ich kann euch das jetzt mal zeigen, wie das fertig aussieht. Also die haben es jetzt an den Controller geschafft. Das sind diese goldenen. Ich finde das ziemlich schick, aber nicht so ausgereift, weil irgendwie haben nicht alle Knöpfe auf das Modell gepasst. Und das ist schon das ältere Modell. Aufs neuere funktioniert das gar nicht, weil, naja, ihr seht ja dieses Druckdingsbumsler hat nämlich keine Anzeigenfläche. Und bei den neuen Controllern ist das hier vorne. Ein bisschen blöd, aber sieht auch so sehr schick aus. Ich mag die Kombination. Steffen hat vergessen, die hier unten ran zu machen, weil die hätten funktioniert. Es hätte noch ein bisschen cooler ausgesehen, aber so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Ja. Außerdem gab es endlich den Beauty Blender, den echten. Ich wollte ihn mir ja schon ewig holen, habe dann das Geld nie eingesehen. Und ich bin jetzt ganz, ganz, ganz gespannt, ob der wirklich besser ist als all diese anderen Schwämme, die ich so habe. Ich habe den von DM schon gehabt, benutze den von Rossmann immer, den von Real Techniques. Ja, also mal sehen, ob sich das Geld hierfür lohnt. Ich bin gespannt, ob ich es nicht bereuen werde, mir den gewünscht zu haben für das Geld, weil für das Geld hätte man sich echt auch sinnvollere Dinge wünschen können. Aber die Sachen, die ich mir wünsche, haben sowieso nicht ganz so viel Sinn. Ich glaube, das war's von meinen Eltern. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wird mir sonst vielleicht irgendwann auffallen. Dann könnt ihr es in einem Vlog sehen. Von meiner Oma und ihrem Lebensgefährten habe ich Detroit Become Humans bekommen. Wenn ihr meine Vlogs verfolgt, habt ihr auch schon gesehen, dass ich es spiele. Also ist auch ein Geschenk. Und ich liebe es. Das ist so geil. Ich liebe Geschichte. Ich liebe die Charaktere. Man merkt zwar, welche Storyline ich bevorzuge, da anhand meiner Entscheidung, aber naja. Aber es ist richtig, richtig gut. Das kann ich euch nur empfehlen. Also, ich liebe ja sowieso Heavy Rain. Die Steuerung hat sich seitdem, glaube ich, auch nicht verbessert. Also das, was ich an Heavy Rain gehasst habe, gibt es auch immer noch hier. Also das Laufen ist Wahnsinn. Klasse. Aber gut, dass es darum nicht geht. Und es behindert mich jetzt auch nicht allzu sehr. Ich drehe mich dann halt fünfmal um mich selbst, bis der dann endlich mal in die Richtung geht, in die er gehen soll. Aber ja, sehr, sehr schön. Richtig gute Story. 1000 Enden. Also ihr könnt es auch 50 Mal spielen und wahrscheinlich entdeckt ihr immer noch was Neues. Ich werde versuchen, das auf 100% zu spielen. Heavy Rain hatte ich keinen Bock mehr, das noch einmal ganz durchzuspielen. Ich habe es auf 89% oder so. Mir fehlen zwei Trophäen, die zusammenhängen. Ja, hier werde ich es versuchen. Vielleicht habe ich auch irgendwann keine Lust mehr. Wir werden sehen. Der Wille ist da. So, jetzt wo ich mich wieder organisiert habe, geht's weiter.
von Miriam, der Schwester von meinem Freund, habe ich Vampyr bekommen, wie ich schon erwähnt habe. Und das haben wir dann zum GameStop gegeben, zusammen mit zwei Far Cry-Spielen. Und dafür haben wir dann Assassin's Creed Odyssey geholt. Steffen ist das jetzt fleißig am Zocken. Er liebt es, er ist glücklich, er musste nicht länger warten als einen Tag nach dem Release. Und ja, deswegen war das trotzdem sehr erfolgreich für ihn. Und ja, das ist sozusagen auch meine Geste dafür, dass ich Far Cry dann doch nicht mit ihm gespielt habe, weil ich es halt einfach nicht so toll fand. Also es ist nicht mein Spiel, ist einfach so. Manche mögen es, manche halt nicht. Und ich gehöre halt zu der Fraktion, die es halt dann nicht mag und lieber andere Dinge spielt. Naja, das ist dann daraus geworden. Außerdem habe ich von ihr bekommen ein EOS Lip Balm. Ich glaube, das war Raspberry, falls ich mich richtig erinnere. Und ja, die sind immer praktisch, weil die durch diese feste Verpackung halt auch ja, sehr sicher sind und die sind gut verschlossen. Die kann man richtig, richtig gut mitnehmen. Ja. Und ich habe diesen Make-up-Schwamm bekommen. Diese limitierte Edition von Rossmann. Ich wollte mir den sowieso einmal selbst holen. War dann aber zu geizig, weil ich gedacht habe, ich habe mir gerade erst einen gekauft und ich wünsche mir auch den Beauty Blender und habe ihn dann nicht geholt. Obwohl ich ihn eigentlich total süß finde, weil er dieses, ja, dieses süße Muster hat. Und deswegen bin ich ganz froh, ihn jetzt doch zu haben. Und ja, ihr seht ja, der ist richtig cool. Der war schön. Ja, deswegen freue ich mich da trotz dessen sehr drüber, dass ich jetzt auch noch den Beauty Blender bekommen habe. Die Schwämme sind ja auch nie weg und die verbrauchen sich ja auch. Die werden ja nicht besser durchs Benutzen, ne? Ist halt einfach so. Was ich von Nuri bekommen habe, habt ihr eigentlich schon gesehen, wenn ihr meine Vlogs verfolgt. Deswegen gehen wir das alles mal im Schnellverfahren durch. Ich habe einen YouTube-Beutel mit ihrem Druck bekommen. Kann man bei Spreadshirt bestellen. Ich werde euch das unten einmal verlinken, falls ihr auch sowas haben wollt. Gibt es auch T-Shirts, was es halt so bei Spreadshirt gibt, ne? Heißt Spreadshirt, aber es gibt sowieso alles. Dann diese Ohrringe, die ich immer noch nicht reingemacht habe, obwohl ich es wollte, weil ich euch das unbedingt zeigen wollte. Und dann wurde es immer später und immer später. Und ja, jetzt zeige ich sie euch und werde sie reinmachen. Die sind wunderschön. Das war mein Highlight aus dem Paket. Diese Muschikatze, die sie selbst gemacht hat, mit Nadelfilzen als Schlüsselanhänger. Dieses Kuchenherz, wo sie die andere Hälfte von hat, das hat sie mir dann auch nochmal gesagt per WhatsApp, glaube ich. Also sie hat tatsächlich die andere Hälfte und nicht irgendeine, keine Ahnung, Straße oder so. Diese Pins, die ich ihr eigentlich auch schenken wollte, gut, dass ich es nicht gemacht habe, die kommen dann jetzt auch endlich an meine Tasche, wo ich sie euch nochmal gezeigt habe. Und dieser Totenkopfring, gegen den ich definitiv allergisch sein werde, aber für Fotos wird er auch an meinem Finger landen. Bis dahin wird er hoffentlich dann nicht so schnell grün. Ich denke, das habe ich alles drauf. Mir fehlt noch ein Teil, das gibt's doch nicht. Wo ist das denn jetzt schon wieder geblieben? Hat das schon jemand weggeräumt? Also, ich kann euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Maria, ne? Stadt, Land, Tod. Zweite Variante. Und von ihr habe ich nämlich noch was bekommen. Ich gehe das mal eben schnell suchen. Das hatte ich anscheinend schon feinsäuberlich in mein Regal einsortiert. Warum auch immer. War es wirklich ich? Ich weiß es nicht. Es stand auf jeden Fall schon im Regal. In der Reihe, wo es hingehört. Und zwar die 10. Staffel Supernatural. Kann ich die Folge Baby auf jeden Fall von empfehlen. Ich muss einfach die Serie zusammen haben. Eigentlich wollte ich, dass sie endlich aufhören. Aber da es die Staffeln gibt und ich Jensen Ackles vergöttere, muss ich sie trotzdem haben. Und ich gucke sie auch. Traurig, aber wahr. Ja. Staffel 10. Damit ist bis 10 erstmal wieder alles vollständig. Und jetzt brauche ich nur noch die neuen. Ne? Warum bin ich eigentlich jetzt da gelandet? Weil ich habe ja auch noch die Eltern von meinem Freund. Und die haben mir dieses, oh Gott, riesige Exemplar von einer Decke geschenkt. Da liege ich jetzt nochmal drunter, weil die 2 mal 2 Meter groß ist. Und sie ist halt super weich. Und sie ist von innen dunkelgrau. Ja, und ihr habt sie schon auf dem Thumbnail gesehen. Sie ist halt super, ne? Also, ja. Die ist aber auch schwer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, sie gewinnt. Okay. Ich weiß immer gar nicht, wo ich weitermachen soll. Hier ist einfach so viel, so viel. Ich zeige euch am besten einfach, was ich von meinem Freund bekommen habe. Also, das Mikrofon habe ich bekommen. Habt ihr jetzt gehört? Habt ihr jetzt gesehen? Ja. Außerdem habe ich das Stativ bekommen, auf dem ihr gerade steht. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Es ist auf jeden Fall sehr viel stabiler als das alte.
Und höher vor allem. Ich kann jetzt auch besser Fotos machen. Ob ich die Position jetzt so gut finde, das weiß ich auch noch nicht. Aber ich werde mich da auf jeden Fall noch dran ausprobieren, weil man hat halt auch total viele Möglichkeiten. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und man kann das halt auch noch transportieren. Es hat einen Griff und alles. Finde ich richtig, richtig gut. Und was ich noch bekommen habe von ihm, ist dieser Controller. Ich wollte ja unbedingt den weißen haben. Und ja, jetzt habe ich ihn. Oder grau-weiß, das ist der graue, keine Ahnung. Immer finde ich ihn geil. Ob es jetzt weiß oder grau ist. Den wollte ich auf jeden Fall haben. Und jetzt habe ich ihn. Jetzt haben wir vier. Und trotzdem ist irgendwie immer alles leer. Von Ilona. Ihr kennt sie inzwischen. Meine Party-Ilona. Schöne Tanzszenen gibt es auf diesem Kanal von ihr. Habe ich 2 Rubellose bekommen. Und mein Freund zusammen. Also mein Freund hat ja auch Geburtstag. Und das ist ein Geschenk für uns beide. Wir haben leider nichts gewonnen, weil wir nie Glück haben, aber egal. Hat auch Spaß gemacht, darauf rumzurummeln. Ich habe noch nie ein Robelos gehabt und finde sehr süß, wie die aufgebaut sind. Habe ich jetzt festgestellt. Dann gab es einen Rewe-Gutschein, kann man immer brauchen, vor allem fürs Energies kaufen. Dann Spoonie von Höhle der Löwen oder Spooning. Kicksteak zum Löffeln, Chocolate Birthday. Ich habe es noch nicht probiert, man muss da noch irgendwie Margarine reinmachen und Wasser. Und da ich momentan wieder ein bisschen auf Diät bin, bis ich wieder mein Gewicht erreicht habe, das ich mochte, auch wenn es Untergewicht ist, mir egal, das wird erstmal noch eine Weile auf mir verstehen. Dann hat sie uns Corny mitgebracht, die Crunchy-Variante ohne Banane. Geht auch immer, ihr wisst, ich liebe Corny und die Dinger landen am Ende als Glas im Schrank. Dann gab es noch diese Glückwunsch-Schokolade. Keine Ahnung, ob die schmeckt. Ich krieg sie jetzt auch nicht so auf. Sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Und das wird bestimmt schmecken. Und es hat fast 600 Kalorien. Die müssen schmecken. Dabei waren noch 2 Energies. Die sind natürlich inzwischen schon in unsere Bäuchlein gewandert. Ich glaube, das war alles. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Ja, ja. Dann habe ich ja noch Geburtstag gefeiert. Ilona war vor dem Geburtstag da. Und da gab es auch noch einige Sachen. Von Paddy gab es, wer hat das Original, die Brezel-Variante. Wir hatten jetzt da letzt auch das Klassik und das finde ich nicht so geil. Also die mit Brezel sind schon bei weitem besser. Und Spider-Man! Ich bin froh, es zu haben. Ich habe es schon bei so vielen gesehen und das sieht immer so genial aus. Allerdings haben wir so viel zu spielen, weil Steffen auch noch Spiele bekommen hat, dass wir jetzt erstmal vermutlich ausgesorgt sind. Trotzdem wird Anfang nächsten Jahres gleich Kingdom Hearts in meine Sammlung wandern und vermutlich auch gespielt, weil das ist Must, weil es einfach mein absolutes Lieblingsspiel ist. Hoffen wir, dass ich bis dahin einfach alles durchgezockt habe und die Spiele, die ich alle noch vom PS Plus habe und alles, was jemals so in meinem Regal gelandet ist und noch nicht gespielt wurde. Habe ich mir nicht als Vorsatz genommen, alles zu spielen, was ich habe? Ich glaube nicht, dass das so wird. Dann gab es, ich glaube, hier ist der Douglas-Gutschein drin. Ja, es gab einen Douglas-Gutschein von meinen beiden Kolleginnen, die auch noch Schwestern sind. Und Douglas geht bei mir immer, ihr wisst ja, ne? Deswegen Beauty-Blender. Ich kaufe und wünsche mir nicht nur sinnvolle Dinge. Dann gab es noch einen Amazon-Gutschein, der ist von einer anderen ganz lieben Kollegin, die jetzt auch meine neue Mit-Azubine ist. Und davon werde ich mir vermutlich eine neue Handyhülle holen, wie ich das schon bei meinem letzten Amazon-Gutschein vorhatte. Hat nicht so gut geklappt. Aber ich möchte bis zum Black Friday warten. Das ist zwar noch eine Weile hin, aber ich hoffe, dass ich dann da mehr bei rausholen kann und dass da was im Angebot ist, das ja noch geiler ist. Und von meiner besten Freundin gab es diese Tasche mit ganz viel Müll drin. Also der Verkäufer dieser Taschen hat tatsächlich da einen blauen Sack reingeworfen, seine Kekspackung. Also es war auf jeden Fall sehr interessant und witzig. So, wenn ihr mal sowas auf einem Geburtstag auspacken wollt, ist es auf jeden Fall ein Highlight. Aber sie ist auch sonst sehr schön. In so einer Farbe hatte ich natürlich noch nie eine Tasche, obwohl ich viel in diesem Rosaton habe. Keine Ahnung warum. Ich glaube, bei Taschen war ich immer bisher etwas leger, aber der Aufbau ist ziemlich cool. Also ihr habt erstmal hier oben auch noch so ein Fach. Na, das finde ich schon ziemlich cool. Hinten ist auch eins. Und dann ist das hier drin.
nämlich aufgeteilt. Und ich suche immer Taschen, wo das nochmal innen drin geteilt ist, weil ich das viel praktischer finde, aber es gibt es kaum. Es ist meistens immer dieses riesige Fach und man findet da nichts drin. Das nervt mich total. Und hier ist das halt geteilt und das ist auch nochmal ein richtiges Fach. Vorne ist noch ein Fach, hier hinten. Also ziemlich cool. Ich finde es auch richtig cool, dass sie sich das getraut hat, weil ich finde immer sowas, ohne dass es auf einer Wunschliste steht, ist ganz, ganz gefährlich, weil man kann da auch voll in eine Grütze greifen. Deswegen echt cool, dass sie sich das getraut hat. Und ja, nach 20 Jahren, die wir uns jetzt kennen, hat das anscheinend auch sehr gut geklappt, denn ich finde sie wirklich schick. Und ja, es soll auch angeblich echtes Leder sein. Ich weiß es nicht. Ich werde das vermutlich auch nicht rausfinden. Ist mir auch eigentlich wurscht, weil sie sieht gut aus. Und deswegen lege ich da auch keinen Wert drauf. Ich alles? Ich glaube, ich habe alles. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn es wieder länger geworden ist, weil ich so viel bekommen habe und ich so durcheinander bin. Aber Geschenke zeigen ist halt immer nicht so einfach, gerade wenn man hier so riesige Decken bekommt. Ich bin auf jeden Fall ganz, ganz dankbar und freue mich, dass alle mit mir gefeiert haben und ja, einfach nur da waren. Ich denke, das ist das größte Geschenk, das man haben kann. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bye!